So. Zurück in die Schimmernebelhöhle. Geht's doch noch nicht raus. Ah, hier sind wir. Nein, geht's de facto doch raus. Ja, Lydia traut sich wieder nicht. Die kommt schon. Die kommt schon, wenn sie uns vermisst. So. So. Schimmernebelhöhle, check. War schön, machen wir aber nicht nochmal. Was geht bei euch da? Wir halten uns da raus. Da machen wir nicht mit. Also entschuldigen Sie mal. So. Hier ist noch nichts los. Da bin ich ja an sich ganz glücklich mit. Zivilcouragen-Fail. Da ist Krieg, Fuchs. Für wen soll ich denn da jetzt kämpfen? Was hätte ich denn da jetzt machen sollen? Ich hätte alle umbringen können, hätte am Ausgang irgendwie auch nichts geändert. So. Hin und wieder muss man so einem Wolf mal zeigen, wo der Hammer hängt. Ein einzelner Riese. Das könnte man versuchen. Wollen wir mal? Kuckuck. Freunde? Freunde. Gut. Dann nicht. Wenn er lieb ist, dann nicht. So. Einmal Kurskorrektur. Das da haut schon ganz gut hin. Da ist doch schon wieder so ein Hügelgrab. Dong. Ich gehe nur mal gucken. Eigentlich möchte ich gar nicht rein. Oh. Na gut, also zumindest einmal sauber machen kann man ja. Aber wie gesagt, ich würde jetzt nicht reingehen. Das ist, man weiß immer nicht, worauf man sich einlässt. Das letzte Hügelgrab hat mir, glaube ich, gereicht für heute. Na komm, jetzt bleib doch stehen. Oh, die anderen sind da zu Lydia gerannt. Echt jetzt? Seid ihr zum Sterben bereit? Jetzt kommen sie wieder runter. Ich kann es gar nicht erwarten, euer Geld zu sehen. Okay, der ist tot. Der macht aber auch ganz schön Rums, also mein lieber Herr Gesangsverein. Ich glaube, den bringe ich mal hoch zu Lydia. Die wird mir den zwischendurch abnehmen müssen. Bei dem Schaden, den der austeilt.
Wo bist du denn, mein Täubchen? Seid ihr zum Sterben bereit? Sterbt endlich, damit ich mir eure Sachen nehmen kann. Da, da. Hat er einfach ein zweites Mal zugehauen. Keine Magie. Lydia! Sehr gut. Seid ihr zum Sterben bereit? Das war gar nichts. Jetzt bezahlt ihr. Was? Ich hab dich nicht verstanden! Es ist so windig! Upsi. Heieieiei. Den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Den brauchen wir auch nicht. Den brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Gut. So. Und dann geht's weiter. Wenn es so ein bisschen Banane ist, jetzt Worte der Macht zu sammeln, weil wir ja gar nicht genug Drachenseelen haben für den ganzen Quatsch. Dafür müsste ich ja anfangen, mich Mano a Mano mit Drachen anzulegen. Ein Schneebär. Nicht zu verwechseln mit einem Seebär. Au! Der schmerzt ganz schön, der Schneebär. Von hinten kommt ein Spinnchen? Was ist denn jetzt kaputt? Was ist denn jetzt kaputt? Hintern wird dir versohlt. So, Schluss ist. Ich gebe euch Deckung. Los. So. Da hinten bewegt sich noch irgendwas. Noch eine Frostbissspinne. Die war jetzt nicht so spektakulär. So. Eigentlich wollen wir Norden und ein Stück nach Osten. Norden und ein Stück nach Osten. So. Das geht jetzt erstmal. Ja, wahrscheinlich müssen wir um diesen Felsblock rum. Na gut. Ritter, du bist dabei. Naja, du bist dabei. Sehr gut. Tam 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 tam. So, ganz schön kalte Angelegenheit hier. Mit der ganzen Schneierei. Zum Nachttor. Aha. Oh. Ist da ein Gasthof oder sowas?
Da geht's nirgendwo rein. Die haben gar keine Tür in ihrem Gasthof. Ah, hier. Ich bin nur doof. So. Einmal reingucken. Ich bin ein bisschen neugierig. Hadring hat einen neuen Kunden an Land gezogen. Wie? Wer ist Hadring? Die Betten und das Bier sind beide lausig, wenn ihr mich fragt. Warum seid ihr dann hier? Seht ihr hier noch irgendwelche anderen Tavernen? Wo soll ich denn sonst zum Trinken hingehen? Könntest dir selber Bier kaufen? Aber sicher doch. Lauft einfach weg. Ist ja nicht so, als ob ich gerade was gesagt hätte. Boah, ich sehe schon, du hast richtig gute Laune, mein Freund. Hallo, Reisende. Seid ihr wegen des Essens im Nachttor oder wollt ihr hier übernachten? Was könnt ihr mir denn über das Gasthaus erzählen? Diese alte Hütte gibt es schon ewig. Wurde von meinem Urgroßvater gebaut. Erst hat er sie geführt, dann wurde sie von Generation zu Generation bis zu mir weitergereicht. Gehen hier viele Gäste ein? Nein, nicht allzu viele. Ab und zu kommt ein Reisender vorbei. Meistens ist aber bloß der alte Fultheim da. Will wohl mit der Sauferei ein Leben voller böser Erinnerungen wegspülen. Naja, wer kann es ihm verdenken? Und dann ist da natürlich noch der Ork. Ein Dauergast. Der zahlt so viel, dass ich es mir leisten könnte, die Bude dicht zu machen. Okay. Und du kennst seinen Namen nicht? Er heißt Malablob oder Malaklop. Irgend so ein komischer Ortname. Aber der kann sich richtig gut ausdrücken. Ist gar kein Wilder. Er sagt, er wäre ein Schriftsteller. Keine Ahnung, was das für eine Arbeit ist, aber er muss ganz gut damit verdienen. Er hat die nächsten paar Monate im Voraus bezahlt. Er ist Schriftsteller. Er bloß herum, aha. Geht runter zum See und manchmal probiert er den Wein, der im Keller lagert. Aber der Kerl kann meinetwegen machen, was er will. Okay. Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick drauf. Wahrscheinlich nichts Sinnvolles, aber hey, genau, hauptsächlich Futter. Das ist ja auch okay. Ich suche nach Arbeit, wisst ihr was? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Ah, das hat sich ja sogar ausgezahlt. Was habt ihr für Gerüchte gehört? Ich habe von einem Burschen in Windhelm gehört. Aventus Aretino. Es heißt, er habe das Schwarze Sakrament durchgeführt, um Kontakt mit der dunklen Bruderschaft aufzunehmen. Verdammter Dummkopf! Sprich mit Aventus Aretino. Wir sollten öfter in Tavernen gehen, Leute. Dann ruft mich einfach. So, wo ist der Ork? Das wüsste ich jetzt gerne. Der interessiert mich. Dieser Schriftsteller oder was das ist. Komischer Beruf. Aber ist gar kein Ork. Weder einer, der Schriften stellt, noch irgendjemand anders. Hadring hat einen neuen Kunden an Land gezogen. Wie? Jetzt habt ihr mich hier mit einem Schriftsteller-Ork angeteasert und jetzt ist hier keiner. Was soll denn das? Oder ist der unten? Keller. Habt ihr den Ork in den ich Keller gesperrt? Ich will beileibe nicht unhöflich sein, mein Freund. Aber mir ist gerade nun wirklich nicht nach Gesellschaft. Der ist Tatsache im Keller. Ich kann euch nicht helfen, Freund. Sprecht mit Hadring, dem Wirt. Aber ich hab gedacht, du bist Schriftensteller. Ich kann euch nicht helfen, Freund. Sprecht mit Hadring, dem Wirt. Der wohnt wirklich im Keller. Aber wie ein König wohnt er im Keller. Wie ein Kellerkönig. Tja, okay. Dann nicht. Ja, was denn, Fuchs? Man hat mir gesagt, der ist Schriftensteller oder so. Ist bestimmt wie Fallensteller, nur halt mit Worten. Kennt man ja. Wie diese Poplitiker.
Richtig, der stellt Schriften aus dem Analphabetenzwang. So sieht's aus. Und wenn die dann verwirrt davor stehen und sich denken, hä, was denn das denn? Ja, dann stülpt der schnell einen Sack drüber. Sieht verdächtig aus, ich muss mir das angucken. Eine Ziege. Zwei Ziegen. Zufall oder Chiffre? Sammeln. Wer weiß, was uns da drin erwartet. Schätze natürlich. Erhebt euch von euren schuppigen vier Buchstaben und lasst uns gehen. Still, Salma. Wir sind nicht allein. Wegen Positionieren wird es ja uns jetzt immer fertig. Wir sollten dort drin sein und Schätze einsacken. Aber das Sensibelchen hier findet, wir sollten noch warten. Kommt bloß nicht auf dumme Ideen. Wir waren zuerst hier. Aha. Es ist mir egal, was Bem sagt. Es ist höchste Zeit, dass wir dort hineingehen und unser Glück machen. Aber was soll denn da sein, was euch glücklich macht? Gold? Silber? Vielleicht Edelsteine? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Was gehen hier es vor? Ist mir egal, was Bem sagt. Okay, das hatten wir. Es ist höchste Zeit, dass wir dort hineingehen und unser Glück machen. Und du willst nicht? Ich gebe zu, je mehr wir sind, desto sicherer ist es. Vielleicht, wenn wir gemeinsam... Unterhaltet euch mit Fräulein Salma, wenn ihr euch mit jemandem unterhalten möchtet. Okay. Hauptsächlich möchte ich hier einmal auf die Treppe gehen und runtergucken. Ha! Ich habe nämlich Loot gefunden. Gold und Edelsteine. Und ich musste da gar nicht rein. Tschüss, ihr Trottel. Lasst ihr euch doch von den Zombies umbringen. Ich gehe saufen. So sieht's aus. So, okay. Können wir hier so ein Agreement treffen? Es ist höchste Zeit, dass wir dort hineingehen und unser Glück machen. Ich weiß nicht, was ihr denkt, aber ich gehe jetzt rein. Schließlich ist bestimmt genug für alle da. Ja, bestimmt. Kommt, Bemja, wir gehen. Na dann. Ihr könnt uns nicht so leicht abschütteln. Ist die jetzt ernsthaft ohne Waffe da rein? Ja, das sind Profis. Also, ich bin völlig fasziniert. Oder kann die dieses Karate, von dem immer alle reden? Tut mir leid, Fuchs. Ich glaube, die Spinne ist ein bisschen groß. Aber sie ist schon tot. Was war das? Hier drüben. Natürlich habe ich geguckt, als du Fuß gerufen hast. Es tut mir leid. Lass mich doch erst ausreden, bevor du klickst. Komm schon. Ihr hättet nie herkommen sollen. Es gibt noch mehr große Spinnen. Die kämpft echt ohne Waffen. Ich bin verwirrt. Ziemlich, wenn ich ehrlich bin. Tatsächlich, wir haben Gatricks Grab gefunden. Aber wer ist Gatrick? Und nun, da muss es doch einen Weg hindurch geben. Seht euch mal um. Ihr denkt doch selber nach.
geht ohne Waffen in so ein Grab, ne? Du bist ja nicht mal bereit, die Denkarbeit zu machen, also unerhört. Du trägst zu viel und kannst nicht rennen. Jetzt versteckst du dich hier in der Ecke, oder was? Einmal mit Profis. Na gut. Lydia, komm mal her. Ich stehe zu eurer Verfügung. Ich weiß, das sagst du jedes Mal. Und jedes Mal finde ich das wieder befremdlich. Ja, nimm mal Dämmerbrecher auch. Verzeihung. So, okay. Das hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen Platz gemacht. Den Schneebärenpelz kannst du nehmen, das Silbererz. Oh, da ist ein Stab des Magierlichtes. Naja, war jetzt auch nicht so wichtig. Punkte mehr tragen, merken wir uns mal für später. Bergenhelm. So, erstmal wieder ein bisschen Platz. Ihr geht vor, ich folge. So, okay. Wir haben da eine Tür. Logischerweise mit einem Gitter. Sehe ich ein. Augen auf. Überall könnten Gefahren lauern. Bestimmt total ungefährlich, wenn ich hier dran ziehe. Das war's. Gehen wir hinein. Eben Jamark nicht. Lydia brutzelt erstmal alles mit den Stäben weg. So. Was macht ihr denn da? Okay, geht doch aus dem Weg. Oh, sei mal eine Waffe in der Hand, wer hätte damit gerechnet? Oh! Es gibt eine Falle! Ich hab sie gefunden! Gott. Die hat jetzt den Zwergenhelm auf, weil der besser ist als ihrer. Das ist ein bisschen witzig, weil die super albern aussieht. Ja, wenn ihr den da in die Ecke drängt, dann bekämpft den doch alleine. Ich loote dann schon mal. Ich freue mich überfallen. Nee, Fuchs, ich freue mich nicht überfallen. Ich habe mich hauptsächlich darüber gefreut, dass die Falle den Zombie gekillt hat. So, Lederstreifen. Ah. Aber da in der Nähe irgendwo. Mist. So, da.
haben wir es. Ein Zwergenschild. Den müssen wir prüfen. Der könnte besser sein. Nein, leider nicht. Aber nur 2 Punkte und er ist hübscher. Zwergenschild. Ganz eindeutig Zwergenschild. So. Dann trinke ich einen Schluck. Auf Geheiß von Fuchs. Hier liegt noch Loot. Ist da jemand? Nee, da ist keiner. Kann ich mir nicht vorstellen. Nimmst du deine Gichtgriffel runter hier? Unerhört. War doch ein Versehen, dusseliger Schutzgeist. Schön, Fö. Schön. Ist da jemand? Nö, keiner da. Sehe ich aber auch so. War definitiv keiner da. Seid ihr nicht die, die gerade kopflos vorgelaufen sind? Hat so sind jetzt alle Römer weg, Vibes. Indeed. Indeed it has. So. Ja, ich sehe die Falle. Jetzt ist nur die Frage, wie kriegen wir sie deaktiviert? Linke Finger. Was habt ihr denn? Wir holen uns nur den Schatz und gehen. Da ist definitiv irgendwie mehr dran. Bis zum nächsten Mal, Frau Reichenstein. Danke fürs lange dabei sein. Oh, aua. Kriegsherr Gatrick. Dann fiel ich ab. So, können wir jetzt erstmal da hinten das Skelett aufräumen. Da ist Monsieur Kriegsherr wieder. Au! Zaghaft ich die Tür aufgemacht habe. Na, man muss doch erstmal vorsichtig gucken. Wir holen uns nur den Schatz und gehen. So, neue Stufe. Nicht vergessen. Mehr Gesundheit. Einhändig. Können wir jetzt den Landsknecht erhöhen und mehr Schaden rauskitzeln.